Moin, moin, hallo, herzlich willkommen hier zurück bei Stardew Valley. Und der Tag geht super los. Erstens, es regnet. Zweitens, wir haben genug Geld, um uns endlich den Rucksack zu kaufen. Wetterbericht für morgen. So schöner Tag. Okay. Sagt uns die Zukunft. Ja, ein bisschen Glück soll ich auch bekommen. Ja, wenn ich soll das Angeln nutzen, um Geld zu verdienen. Ja, wenn wir uns Zeit dafür nehmen, dann machen wir das mal. So, Potatoes. Schnappen wir uns. Oh, was dran? Nee, ne? Nee. Das sah nur so aus. Hier Dandelion, Auswärtisch und Leek. Verschiedene Sachen. Das behalten wir jetzt mal. Die nehmen wir mit. Es ist ja wieder Montag. Wir können ja wieder Leute beschenken. Und noch ein Blümchen. So, und noch ein Blümchen. Und noch ein Blümchen. Alles voll. Alles voller Blümchen. Noch ein Blümchen. Was? Alle noch besser und noch besser und noch besser. Muss ich eigentlich wieder zurückbringen. Denn die möchte ich eh nicht verschenken. Vielleicht brauche ich sie ja noch mal irgendwie für irgendwas. Schauen wir mal. Das ist ja eh noch nicht 9 Uhr, wie mir gerade auffällt. Man spart immer so viel Zeit, wenn man nicht gießen muss. Und immer zu früh in der Stadt. Aber vielleicht treffen wir noch. Shane! Shane! Mensch. Na? Shane? Ach, Shane. Herrlich. So, gib mir deinen Rucksack. War das nicht hier? Das war doch hier. Da. Ah. Jawohl! 24 mehr Platz. Das kam gerade raus. Was für ein Geräusch? Ah, Abigail. Sieht interessanter aus, wenn es regnet. Ja, no. Ja, ich bräuchte dir ein Präsent. Sehr gerne. Er hat überlegt, noch ein paar Samen zu kaufen. Noch haben wir ein paar Tage Zeit. Nehmen wir mal Kartoffeln. Achtmal und dann geht das schon. Dann müssen wir eigentlich unbedingt mal dieses kleine Mädchen treffen. Also ich weiß einfach nicht, ob ich das aber nicht sehe. Hallo?
Es ist nicht da. Es ist nie da. Ich würde sagen in der Schule, aber in der... Es gibt ja hier keine Schule. Din. Vielleicht hier beim anderen Kind? Nö. Nö. Hier ist nur Vincent. Ach Mensch, das gibt's doch gar nicht. Muss auch irgendwo rumlaufen. Eigentlich rein theoretisch. Hier. Flower Dance. Pierre's Birthday und Emily's Birthday. Wir haben nur bis zum 28. Zeit. Ich hoffe, die Kartoffeln werden rechtzeitig fertig. Das wäre richtig eng. Oder sollte ich lieber was anderes kaufen und dafür. Ja, es ist zu spät. Ich habe kein Geld mehr dafür. Wo laufe ich hin? Wo laufe ich hin? 10 Slimes kann ich erledigen zum Beispiel. Jodie einen Cauliflower bringen kann ich machen, wenn ich einen habe. 40 in der Mine wird knapp. Build a Coop, ja, aber viel Geld für. Nur mal anschauen, was der Coop braucht an Geld und so, denn wir haben ja jetzt unseren Rucksack, das heißt, da müssen wir nicht mehr drauf sparen. Daffodil. Und auf dem Weg natürlich auch gleich hier rein. Oh yeah. Thanks. Mehr hast du nicht zu sagen immer, ne? Oh, thanks. Ja. Wenn du Probleme hast, dann gehst du platzieren. Ja, komm. Kuh brauche ich 4000 Gold für. Ja, okay. Das dauert ein bisschen. Dann gehen wir doch einfach in die Mine. Und holen uns unsere 10 Slimes. Wenn möglich. Und nebenbei vielleicht ein bisschen auf Anhieb erwischt. Die Leiter. Ein paar Steine. Wo dabei sind, wenn jeder 3 bringt, dann kommt man ja auch hier ein bisschen weiter. Aber nur ein bisschen. Ich weiß. Und nur von Steinen reich werden. Wird wohl eher nichts. Da ist gar nichts drin. Und hier? Small. Was? Kommen die Items schneller zu mir, oder was? Hab ich gerade nicht gesehen. Oh, für mich. So. Verstecken sich denn die Slimes? Da ist einer. Slime. Ja. Wie doof. Slime, 2 Stück. Was ist das? Erdkristall. Das ist ein bisschen Kupfer. Noch ein Erdkristall.
War es nicht so, dass ich die nicht abgeben kann? Bagmit, die Erdkristalle. Kann ich wahrscheinlich verkaufen. Schade bestimmt nicht. Was Besonderes hier. Ansonsten gehe ich nämlich tiefer. So und so und die Kiste hier noch. Ach, ich habe keine Fackeln gebaut. Müssen wir auch wieder machen. Wieder ein paar Fackeln, dass wir hier auch über was sehen können, zu jeder Jahr, zu jeder, genau, Jahreszeit, zu jeder Tageszeit vor allem. Ein Slime. Slime, 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 Slime. Slime, Slime, Slime. Stopp, Slime. Ist hier nichts anderes mehr? Nur Steine. Und mit zwei Abgänge. Sehr merkwürdig. Ist die Erdbeere. Njam, 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 njam. Hat ein bisschen was gebracht, ne, aber nicht viel. Also wenn 50 Energie sind halt nicht so viel. Das Schwert und dann geh weiter runter. Kam einfach Kupferohr raus. Aus nichts. So, dann. Wo sind wir hier? Eigentlich müsste ich alles mal abbauen, ne? Um so viele Steine wie möglich zu kriegen, um. Da kommen auch immer ein paar Geoden raus, also. Auch schon wieder zwei davon. Klar, aber eigentlich wollte ich den. Wollte ja nur mal die Slimes jetzt erwischen. Slime. Können wir hier ein bisschen Steine klopfen. Und noch um was draus kriegen. Da ist ein Abgang, den wir jetzt noch nicht nutzen wollten. Hier ist nix. Und so geht es weiter. Steine, Steine, Steine. Steine, Steine. Ein bisschen Copper-Ore. Nehmen wir auch. Copper-Ore schon wieder 14 gesammelt. Sehr schön. Der nächste Slime. Immer hinterher. So, da ist schon die nächste Leiter. Stein, Stein, Stein. Noch ein Stein. Noch ein Stein. Aber es ist so schön, endlich hier mit dem Rucksack durch die Gegend laufen und einfach alles einsammeln. Wenn wir jetzt noch Holz finden würden, dann wäre es perfekt. Können wir sogar eine Fackel bauen. Noch ein Copper-Ore drin. Ich wusste wohl nicht, dass es auch, dass man auch Copper-Ore hier finden kann. In den Steinen. So, da ist die nächste Leiter. Das haben wir, das haben wir. Einfach ein bisschen jetzt durcharbeiten und dann
können wir uns gleich schon, das heißt schon, aber gleich langsam in Richtung Ausgang wieder orientieren. Wir haben ein bisschen was gefunden. Sind noch nicht am Ziel. Lange, lange nicht, also wir brauchen ja, hier brauchen wir Level 40. Jetzt ist gerade im Level 5. Aber 5 von 10 Slimes haben wir schon. Das heißt, nochmal in die Mühle hier rein und dann haben wir es schon. Das ist Nummer 6 hier. Slime, Slime, Slime. Ich weiß, es wird auch spät. Ich muss unbedingt schlafen. Aber das haben wir noch ein. Dann geht's hoch. Kann ich eigentlich auch dann das nächste Mal direkt zu Etage 5 gehen. Dem Fahrstuhl. Ist vielleicht sinnvoller. Also irgendwann müssen wir auch noch die Axt finden von Robin, wo auch immer sie die versteckt hat. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber jetzt gehen wir erstmal schnell nach Hause. Ach, ich musste noch die Kartoffeln einpflanzen. Eigentlich. Auweia, auweia, auweia. 6 Tage brauchen die. Ich glaube, ich pflanze sie jetzt nicht mehr ein, weil ich glaube, das wird zu knapp mit den Tagen. Und dann können wir lieber die im nächsten Jahr einpflanzen. Die Steine wollte ich noch da reinsetzen. So, und dann hier noch das Copper Ore kurz rein und Bugmeat. Also, was es mir bringt. Saps, Slimes. Die Erdkristalle bringen mir doch eigentlich nur Geld, ne? Werf sie einfach rein. Ich kann das Geld gut gebrauchen. Wir können morgen wieder zur Blacksmith und uns die Geoden da aufbrechen lassen. Jawohl, Level 2 Mining. Ja. 862. Das gleicht den Fehlkauf der Kartoffeln ein bisschen aus. So, Wetterbericht. Morgen. Es ist auch wieder sonnig und schön und morgen ist ja dieses Satans-Dings da, bla, da, bö. Keine Ahnung. Have a little extra luck. So, Post haben wir auch. Erstmal gehen wir hier rein. Ernten. Das Ernten kann ich immer noch nicht ernten. Oh, aber hier die Bohnen. Ganz ruhig. Das zerstört, glaube ich, ne? Egal. Bohnen, Bohnen, Bohnen. Dann gießen. Gießen, gießen, gießen. Ah, oh, out of water. Out of water. Gluck, 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 gluck. Das, 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 das. Haben wir jetzt auch irgendwas? Ich sollte noch irgendwas holen, ne? Irgendwie paar Samen, die noch 4 Tage brauchen, vielleicht. Wenn es sowas gibt. Denn alles, was irgendwie Geld bringt, ist positiv.
Kiste wird auch langsam voller. Da müssen wir dann bald eine neue bauen und dann zusehen, dass, würde ich sagen, die mir oft zum Essen. Oder? 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 Nicht die hier einfach, ne? Dandelion. Ja. Ich sage, ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich dann irgendwie die Kisten umbauen muss und bisschen sortieren muss, wenn ich eine zweite habe. So, Post. How are you doing? I've missed you so much, meine Mutter. Ich hoffe, das Warmleben ist alles, was du dir erhofft hast. Cookies. Cookies. Hey, 90 Energie, 36 Health. Exzellent. Danke, Mama. Noch mehr Post. Ja, morgen ist der Flower Dance. You can find a partner, you might even want to participate in the dance yourself. Ich einen Partner dafür finde, muss ich dafür was tun jetzt? Das ist die Frage. So, als erstes gehe ich wieder einmal. Guten Tag, Penny. Sie unterrichtet heute die beiden Kinder. Dann zeig sie mir. Da ist Vincent. Und wo ist das andere Kind? Kleines Ruckeln, was ist denn los? Ja, darfst nicht noch mehr Gummis essen, ja. Armes kleines Kind. What? Giggle? Hi. Hatte ich das gar nicht mehr? Ich dachte die ganze Zeit, ich hatte das noch. Geil. Die ganze Zeit. Wie hab dieses beschissene Quest aus und ich hab's schon gelöst. Also, irgendwas läuft doch da gewaltig falsch. Ah, nee. Nothing. Auch schön. Can I help you? Du kannst mein Geschenk annehmen. Oh, Mo. Mo. Thanks. Hast du meine Mutter gesehen? Nee. Ich habe da nicht gesehen. Energy Tonic und Muscle Remedy. Jo, das brauchen wir nicht. Another gloomy day. Hey, jetzt machen sie alle auf, oder was? Jody. Badam, 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 badam. Nicht so viel Zeit für sich selbst. Oh. Emily. Ja, aber die Teilzeit in der Kneipe. Oh, I'm feeling a positive energy. Sie ist schon ein bisschen abgedreht, ne? Ja, dein Mann kriegt auch noch hingebogen. Hey, Robin. Oh, Robin. Wo ist deine Axt geblieben? Wir suchen sie schon die ganze Zeit. Alex.
Der Beach ist ein cooler Place to hang out. Yeah. Was machen wir jetzt eigentlich? Wieder in die Mine oder was? Eigentlich schon, ne? Denn dann können wir wenigstens eins abschließen. Einen Quest. Ach, wir wollten noch kurz. Wir wollten noch kurz ein paar Samen kaufen, die möglichst kurz dauern. 4 Tage, Parsnips Needs. Parsnips Needs, genau. Komm, 2 Stück. Kann noch reichen. Ach ja, und die beiden Geoden schon mal auf dem Weg schnell. Absolut nicht auf dem Weg liegt, aber egal. Hey, Louis. Ja, alles, was ich verkaufen will, soll ich in die Box einpacken. Ach. Erzähl mal was Neues. Wo laufe ich jetzt hier lang? Völlig falsch, ne? Oder ist, da unten ist wahrscheinlich auch noch eine Brücke, aber egal. Jetzt ist es zu spät. Bam, bam, badam, badam, badam. Bam. Ganz ruhig, Pam. Trink noch einen, dann geht's dir wieder besser. Tschüss. Bam, badam. Badam, 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 bam, badam, bam. So, Geode. Bums. 10 Bar, Kuppa Bar. Kuppa, oh. Joa. Was ist das? Das ist wieder was zum Spenden, ne? Oh, Gunther. Oh, Gunther. Aber weißt du, was jetzt mit eigentlich mit Gunther ist? So. Hier sitzen die immer. Das ist gut zu wissen. Nein, nicht Eat the Cookie. Badam. Kann mit ihm nicht normal reden, ne? Also, weil war ja schon mal irgendwie der wenig zu spenden, hat er irgendwie verpissen, oder was? Herr Gunther? Dass er irgendwie den Schlüssel hat da für dieses Problem mit dem Abfluss da. Weiß ich nicht. Daffodil. Irgendwo muss ja auch immer noch die Axt von Robin sein. Kann ich hier rein? Da hinten ist eine Kiste. Lass hier alles auf. Ein Frosch kriegen wir nicht weg. Stein nehmen wir auch noch mit. Brauchen wir wohl die Spitzhacke? So doof oder was? So eine Kiste hier. Warum kann ich die nicht? Da darf ich sie noch gar nicht aufmachen. Ist das irgendwie das Späteres? Also im Moment kann ich sie nicht zerstören, also. Erfolgreich bei 30 Minuten angekommen in dieser Folge. Super. Dann würde ich nämlich sagen, beenden wir mal diese Folge mal mittendrin hier das, am Tag, weil sonst wird das alles wieder viel zu lange. Also bis zum nächsten Mal. Bis denn.
Tschüss.